Heidi Hortenwein eine starke Persönlichkeit, die sie im Laufe der Jahre entwickelt hat. Und ich glaube, in der Ausstellung sieht man wahnsinnig schön, wie dieses, ich würde fast sagen, Wiener Mädchen, dieses entzückende Mädchen, langsam zu Frau Horten wird. Ich habe die letzten 3 Jahre habe ich besonders viel Zeit mit Heidi verbracht, weil wir dieses Museum gebaut haben. Und sie hatte überall in ihrem Salon immer sehr, sehr schöne Fotografien stehen. Und da sah ich immer wieder prachtvolle Kleider. Und so sage ich ihr, du Heidi, sind ja wunderschöne Kleider hier. Sagt sie, ja, ich habe Couture getragen. Sag ich, was, Couture? Sagt sie, ja, nur Couture. Sag ich, ja, wo sind denn die Kleider? Habe ich alle hergeschenkt. Sag ich, na super, jetzt müssen wir diese Kleider finden. Das sieht man auch sehr schön in der Ausstellung, weil was einzigartig ist, das Horten-Archiv hat alles archiviert. Also wir haben quasi von jeder Bestellung haben wir die Interaktion, den Briefwechsel. Wir haben zum Teil Stoffmuster, eigentlich, dass es so etwas gibt. Grandios. Look bedeutet natürlich Schau. Schau einerseits auf die Frau, Heidi Horten, auf die Dame mit ihren Interessen, mit ihren Vorlieben, die Person, aber vor allem natürlich auch ihre Sammlung. Und ich habe mit ihr ja die meisten Bilder erworben. Und es ist mir selber eigentlich nicht so aufgefallen, dass wir wahnsinnig viel Frauenporträts in der Sammlung haben. Ich finde, das ist ein wunderschöner roter Parcours, die sich durch die Sammlung zieht einerseits. Und andererseits lässt sich das natürlich diese Bilder auch wunderbar im Dialog mit den Kleidern stellen. Zum Beispiel dieses berühmte Yves Saint Laurent Kleid ist natürlich grandios. Mit dem Schiele-Gemälde, eigentlich ist es eine Gouache von Wally Neuzier, Schieles langjährige Geliebte, die eben auch so einen Rock-Patchwork-Rock tragt, das eigentlich fast dasselbe Muster ist, was interessant ist, kommt in vielen Aquarellen von Schiele vor. Sie hat mit allen Bildern, die sie besessen hat, hat sie gelebt. Sie wollte sie an der Wand haben, sie wollte sie sehen. Und ich glaube, das ist auch etwas sehr Spezielles. Deshalb ist hier auch unser Ansatz, natürlich immer das Persönliche von Heidi zu zeigen. Auch in der Interaktion, wie hat sie damit gelebt, auch Lebensräume zu machen. Für sie war das alles ein großes Ganzes. Nicht separat, isoliert, nur die Kunst, jetzt ikonische Kunstwerke, die wir auch in der Sammlung haben. Nein, für sie war das eine Lebenswelt, ein Lebensmotto und ihre Liebe für die und zu der Kunst.